Hallo, in dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man das Bild malt. Jetzt wollen wir diese Bilder ein bisschen veredeln mit Blattsilber. Und zwar, wo das X ist, wollen wir jetzt Blattsilber auftragen. Und das geht relativ einfach. Man kann tolle Effekte damit erzielen, beziehungsweise das einfach aufwerten, das Bild. Und zu Weihnachten macht sich das ja auch ganz gut. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch noch eine Weihnachtskugel hier drauf laufen lassen, drüber laufen lassen und den Faden in Silber setzen oder die Kugel in Silber setzen oder einen Stern in Silber setzen. Der Unterschied zur Silberfarbe und Blattsilber ist einfach, dass Blattsilber leuchtet immer, das Licht wird immer reflektiert, auch wenn ich es hochkant hänge. Und bei der Farbe ist es oft so, wenn ich das hochkant halte, an der Wand hängt, dann sieht es nur noch dunkel aus und nicht mehr silber. Ja, dann fange ich einfach mal an. Es gibt eben das Blattmetall auf diesen Bögen. Die kann man sich auch zurechtschneiden. Und ich brauche einen schmalen Bogen und muss als erstes meine Anlegemilch auftragen. Es gibt einmal einen Überzugslack und einmal eine Anlegemilch. Die kauft man sich am besten gleich zu seinem Blattmetall. Das gibt es in Silber und in Gold oder Bronze auch. Und die Anlegemilch einfach mal mit einem Pinsel auftragen. So, jetzt habe ich hier meine Anlegemilch. Und ich male jetzt den Kleber mit dem Pinsel einfach drauf. Das ist, man muss da so ein bisschen gucken. Überall da, wo jetzt der Kleber drauf ist, klebt dann mein Silber. Und ich sehe das jetzt nicht so gut. Und je nachdem, wie gut ich das jetzt auftrage, wird nachher auch mein Ergebnis sein. Das muss jetzt erstmal trocknen. Das muss jetzt so weit trocknen, bis ich drauf fasse und es klebt nicht mehr. Also eine Viertelstunde ungefähr. Das ist aber auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da guckt ihr immer noch mal auf die Gebrauchsanweisung. So, jetzt setze ich hier auch die Anlegemilch drauf. Und hier auch eine Viertelstunde warten. Wie gesagt, jetzt muss das trocknen. Es gibt den Kleber für das Blatt Silber oder Blatt Gold, das ist ein und derselbe Kleber, gibt es auch als Stift. Und wenn ich jetzt ein bisschen pumpe, dann kommt da vorne der Kleber aus dem Stift. Und wenn ich jetzt was schreiben würde, dann würde ich eben die Schrift nachher als Silber haben. Ich habe das in diesem Bild so gemacht. Da habe ich das Blatt Gold eben so aufgetragen, indem ich vorher mir mit dem Stift den Kleber aufgetragen habe und nachher nach der Wartezeit eben das Blatt Gold da drauf gelegt habe.
Das ist jetzt so gut wie trocken. Hier seht ihr noch mal eine kleine Leinwand. Hier habe ich Metallfarbe hintergegeben, habe sie dann übergerollt, übergefärbt und habe dann noch eine Krone drauf gestempelt, den Kleber drauf gestempelt und dann das Blattgold drauf gesetzt. Mit der Metallfarbe im Hintergrund habe ich jetzt eine kleine Magnettafel. Ja, unseres ist jetzt so gut wie trocken. Ich nehme jetzt mein Blattsilber. Ich nehme das einfach in die Hand. Und lege es drüber. Ist jetzt schief. So, jetzt ist es überall drauf. Dann nehme ich einen ganz weichen Pinsel und ziehe es fest. Und das bleibt jetzt überall da kleben, wo eben der Kleber drunter ist. Und da, wo der Kleber nicht drunter ist, geht es wieder ab. Brauchen wir ein bisschen Geduld. Ich nehme gleich mal die Reste. Und weil ich es nicht so super glatt haben will, kann ich auch hier kleine Stückchen nehmen, kleine Reste nehmen und die darauf kleben. Das klebt sich dann so zu, dass das alles da drauf bleibt. Also ihr könnt dann auch die Reste darauf schubsen. Ich möchte jetzt ja keine ganz gerade glatte Fläche, sondern es darf auch ein bisschen huckelig sein und hier und da auch mal ausgefranst. Schubst ihr die einfach darauf. Und da, wo der Kleber eben ist, klebt. Wenn das jetzt, also hier ist jetzt zum Beispiel kein Kleber drauf, da klebt dann auch kein Silber. Das heißt, wenn ihr es ganz sauber haben wollt, müsst ihr es auch ganz sauber auftragen. Ich finde so gerade schöner, weil wenn das jetzt zu perfekt wäre, dann nimmt mir das so den Blick für alles andere und so ist es wie so ein bisschen shabby, shabby chic. Jetzt gehe ich hier nochmal weiter. Und die Reste könnt ihr auch sammeln und wieder in eine Dose geben, wo er dann das nächste Mal beim nächsten Auftrag das wieder verwenden könnt. Wenn ihr das jetzt aufgetragen habt, muss es versiegelt werden. Dafür gibt es den Überzuglack. Moment. Und den tragt ihr auch einfach wieder mit dem Pinsel auf.
der glänzt nachher. Deshalb gucke ich, dass ich nicht über den Rand drüber gehe, weil das Bild in matt gemalt ist. Und wenn das trocken ist, könnt ihr wieder an dem Bild weiterarbeiten. Das heißt, ihr könnt auch wieder mit Farbe drüber gehen oder euch jetzt das Bild angucken und sagen, ah, ich möchte hier vielleicht doch noch eine Schrift rein haben. Ihr könnt, wie gesagt, das habe ich in dem Video erklärt, wo wir das gemacht haben, ihr könnt jetzt mit dem weißen Acrylstift oder mit dem Silberstift hier noch was Nettes hinschreiben. Und ihr könnt auch über das Silber wieder mit Farbe gehen. Also ihr könnt da auch nochmal das ein bisschen verschwinden lassen, dass es nur teilweise ein bisschen auftaucht, damit es nicht zu dominant ist. Das ist da könnt ihr ganz entspannt rangehen und da einfach weiter drin arbeiten. Ja, ich ziehe jetzt hier auch noch den Überzuglack drüber und sehe dann, was ich mit dem Bild weitermache. Für dieses Video war es das jetzt. Und ja, wie immer, probiert einfach aus. Ihr könnt da nicht viel verkehrt machen. Einfach machen, ausprobieren. Ja, ganz viel Spaß. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss!